Hallo, hier ist wieder Holger Nentwig. Es geht heute wieder um ein ganz, ganz wichtiges Thema, nämlich die Arbeitskraft. Die Arbeitskraft, die mir ermöglicht, zu arbeiten, Geld zu verdienen, von dem verdienten Geld Rücklagen zu bilden, so viel anzusparen, dass meine Konsumfähigkeit, mein Lebensstandard auch im Alter gesichert ist. Warum machen wir Vermögensaufbau? Damit wir doch alle, wenn wir in Rente gehen, wenn wir nicht mehr arbeiten wollen oder können, genug haben, aber dann noch auf einer hohen Basis unser Leben weiter fortführen zu können. Was nun aber bedeutet ein Ausfall der Arbeitskraft? Haben Sie schon mal erlebt, dass einer in Ihrer Familie, Bekannten, Freunde, Arbeitskollegen nicht mehr arbeiten konnte? Naja, Krankheit hat jeder schon mal erlebt, ein paar Wochen hier, dann ist derjenige wieder fit, vielleicht eine Kur dran gehängt, eine Wiedereingliederung, Hamburger Modell, hat jeder schon mal gehört, aber man hat natürlich auch schon von Leuten gehört, die dann gar nicht mehr arbeiten konnten. Und statistisch gesehen, jeder Vierte geht vorzeitig in Rente, weil er nicht mehr arbeiten kann. Und da gibt sich natürlich die Frage, was bedeutet denn das? Woher kommt denn eigentlich das Geld, wenn ich nicht mehr arbeiten kann? Nehmen wir doch mal, wenn wir über Geld sprechen, ein Einkommen. Der Durchschnitt der Deutschen verdient 3.800 Euro brutto, um die 2.000 netto, deshalb bleiben wir mal bei 2.000 netto. Was bedeutet das? Wenn ein Mensch 37 Jahre arbeitet, als vom 30. Lebensjahr, vielleicht studiert, Ausbildung gemacht, die nach der Schule, die arbeiten noch 10 Jahre länger, die arbeiten 47 Jahre, sagen wir mal 30, mit 30 fängt man an, einen Job zu beginnen, hat 2.000 netto, man geht mit 67 in Rente, in der Zeit 37 mal 24.000 pro Jahr sind 720.000. Diese 720.000 Euro ist meine Arbeitskraft, mein Lebenseinkommen. Und das muss ausreichen der ganzen Zeit, um Miete, Eigentum, Essen, Trinken, Wohnen, alles zu bezahlen, was ich brauche. Und davon natürlich die Altersversorgung aufzubauen. Aber am besten machen Sie mal eine eigene Berechnung. Denn Sie haben vielleicht keine 2.000 netto, sondern 3.000, 4.000, 5.000. Also rechnen Sie mal hoch, dann sehen Sie, um wie viel Geld es geht. Und bei meinem Beispiel von 2.000 netto habe ich einzig berücksichtigt, keine Gehaltssteigerung und natürlich auch keine Inflation. Inflation heißt, die 720.000, die ich eben nannte, ist in 37 Jahren von der Kaufkraft nicht mehr 720.000 wert, sondern vielleicht mal gerade 300, 350.000, wenn überhaupt. Die Frage ist also immer, was muss ich tun? Geht mich das Ganze an? Das ist ein Thema, was ich gerade anspreche, das geht jeden an. Also nicht nur Personen, die jetzt schon etabliert sind, seit Jahren in Lohn und Brot stehen und denken, ich habe doch eine Berufs- und Fähigkeitsabsicherung, war schon so clever, hey, wichtiges Thema, da habe ich schon etwas getan, sondern es geht jeden an, jeden Schüler an, jeden Berufsanfänger, der jetzt anfängt, die Schule fängt ja demnächst wieder an, das heißt, was mache ich dann? Nach der Schule für eine Ausbildung, gehe ich studieren, nehme ich den ersten Job an und so weiter. Also es geht jeden an, das ist altersunabhängig. Jeder, der irgendwo eine Alterssorge aufbauen muss und der Arbeitskraft hat und die sichern will, sollte sich damit Gedanken machen. Wenn man sich mal überlegt, die Hauptverursacher von Berufsunfähigkeit sind Psyche, Gehapparat, Herz- und Schlaganfall und Unfälle sind auch dabei. Der eine oder andere kennt noch den Samuel Koch aus der Sendung Wetten, dass, der mal eine Wette gemacht hat und bei dieser Wette leider verunglückt ist, so unglücklich gestürzt, dass er heute im Rollstuhl sitzt. Und der hat gesagt, jeder Vierte wird berufsunfähig. Ich weiß, dass es diesen Vierten in Wirklichkeit gibt. Nämlich er selbst ist berufsunfähig, sitzt heutzutage im Rollstuhl. Aber ein fantastischer Mensch, was er daraus macht, ist auf Bühnen zu Gast, sieht da und er schildert ganz klar seine Behinderung und er kämpft auch gegen seine Behinderung. Hoffentlich war er auch finanziell gut abgesichert. Was ist nun zu tun? Schauen Sie sich an, was habe ich an Berufsunfähigkeit? Welche Verträge habe ich schon? Reicht das Ganze? Wie viel Berufsunfähigkeitsabsicherung brauche ich überhaupt? Einher geht auch das Thema, habe ich einen Notfallordner? Denn wenn ich berufsunfähig bin und so weiter, kann es sein, es muss irgendeiner schnell mal die Finanzen durchchecken. Wenn ich das selbst nicht kann, es gibt Berufsunfähigkeiten, wo ich selbst nicht mehr Herr meiner Situation bin oder auch emotional in der Lage bin, mich mit meinen Finanzen zu beschäftigen. Da ist ein sogenannter Notfallordner
Ganz, ganz, ganz wichtig, damit ein Berater schnellstmöglich sieht, wo ist denn der, wie sieht der Status quo aus, was kann ich damit machen. Ist eine Generalvollmacht, eine Betreuungsvollmacht vorhanden? Denn es kann sein, wenn ein Mensch berufsunfähig wird, dass er gar nicht mehr alleine bestimmte Sachen machen kann, weil er geistig vielleicht dazu nicht in der Lage ist. Ist ein anderer da, der ihn vertreten kann? Wenn das nicht vorhanden ist, wird vom Gerichts wegen, vom Familiengericht ein Betreuer bestellt. Und Achtung, dieser Betreuer gibt vor, was mit dem Vermögen zu tun ist. Ich hatte mal einen Fall, da ist ein Mann verstorben, der Hauptverdiener. Frau wohnte mit zwei minderjährigen Kindern im Haus drin. Was passierte? Der Mann lag im Koma, ist leider später auch verstorben. Da kommt im Prinzip das Gericht an und sagt, jetzt wird ein Betreuer gestellt vom Gerichts wegen. Und der Betreuer hat der Frau gesagt, hören Sie mal, Sie können das Eigenheim aber nicht verkaufen. Die Kinder, die brauchen das soziale Umfeld, die sind hier groß geworden. Das geht nicht, dass Sie ihnen das Elternhaus wegverkaufen. Sie können sich vorstellen, was in der Frau vorgegangen ist. Der Mann ist nicht mehr da, das ist schon so ein emotionaler Schmerz. Und da bekommt sie noch von einem Fremden vorgegeben, was sie mit ihrem vermeintlichen Eigentum tun darf oder nicht. Ganz, ganz furchtbar. Aber das ist einfach zu lösen. Generalbetreuungsvollmacht heißt das Ganze. Hier stehen wir auch gerne mit Rat und Tat zur Seite, um hier eine wirtschaftliche Absicherung zu schaffen. Wichtig ist auch immer das Thema, was wir sehr oft in Gesprächen hören mit Mandanten. Ja, ich kann ja eine Berufsunfähigkeitsrente später abschließen. Ich gucke erstmal, wie mein Job läuft und gucken wir mal. Aber, wissen Sie, der Samuel Koch war ein junger Mann. Viele Menschen sind jung und werden berufsunfähig. Berufsunfähigkeit macht nicht vor dem Alter halt, sondern wenn derjenige kommt, die Berufsunfähigkeit, das geht durch alle Altersklassen, durch alle Berufsschichten, da wird nicht Halt gemacht. Hier wird keine Selektion vorgenommen von der Risikoberufsunfähigkeit. Die nehmen das, was kommt, was da ist. Deshalb, früh genug abschließen bedeutet, die Prämie ist günstiger, derjenige ist noch jung und knackig und gerade wenn man jetzt gesund ist, hat man viele Sachen abgesichert, die später, wenn Krankheiten hinzukommen, nicht absicherbar sind. Und das erleben wir immer öfter, dass selbst junge Leute, wir leben in einer Zeit, wo sagt, die Medizin, die macht alles und wir sind gesünder und, und. Nein, stellen wir nicht fest, die Menschen haben mehr Wehwehchen, sei es nun Allergie, Asthma, sonst was in der Richtung, Rückenprobleme. Und das selektieren die Versicherungsgesellschaften aus, machen Risikozuschläge oder schließen das Risiko aus. Deshalb unser Tipp, so früh wie möglich Berufsunfähigkeit einkaufen, in einem Maße, dass es ausreicht, um auch dann die Existenzfähigkeit zu sichern, wenn der Fall des Falles mal eintrifft. In dem Sinne, prüfen Sie Ihre Unterlagen.